Ja, was ist denn da los? Sagt die Jenny, dass ihr mit dabei seid, wieder hier bei Transportfieber 2 in den USA. Ja, da sind wir immer noch. Und ich liebe euch tatsächlich in dieser Ausgabe, diese Geschichte mit Pittsburgh zu machen. Ja, Pennsylvania. Nämlich diese, ja, hier diese New York. Weil ich habe jetzt mal geschaut von der Größe der Städte her, also Pittsburgh auf alle Fälle ganz vorne mit dabei. Und war jetzt ja erst die Frage, ob wir Washington nehmen oder ob wir New York nehmen. Aber nachdem ich, ja, ich bin immer noch ein bisschen unschlüssig. Eigentlich hätte es natürlich von der Größe her New York verdient, aber von der Logik her ist es wahrscheinlich eher besser, wenn wir tatsächlich Washington nehmen. Und wir haben ja neulich auch schon den Bahnhof ausgebaut. Also es macht natürlich schon mehr Sinn. Jetzt bin ich nur noch überlegen, ja, wir sollten auch oben rum rausgehen. Also das wird ziemlich spannend, weil es ein ganz großer Bogen hier wird. Aber okay, wenn wir ihn hier irgendwie durchkriegen, könnte man das irgendwie hinkriegen. Ich glaube, dass wir es uns finanziell mittlerweile leisten können. Ich meine, wir sind noch ziemlich früh in der Zeit, 1907. Also muss es uns im Moment, können wir es ganz entspannt angehen. Zuallererst, ganz kurz mal schnell, habe ich dann aufgemacht, die Fenster, mal kurz mal schnell die Kontrolle, was wir jetzt hier haben. Ja, unsere Postkutschen natürlich geben jetzt immer mittlerweile den Geist noch auf. Ich glaube, den habe ich aber neulich umgestellt, oder? Wenn ich mich noch recht entsinne. Mit denen habe ich noch nicht umgestellt. Okay. New York, Washington, der ist schon schlecht. Hey, das ist der, genau da, wo wir jetzt gerade sind. Schauen wir ganz kurz, was haben wir denn? Ja, wir haben noch die 442 Atlantic, die wären natürlich schon cool. Ja, überlege jetzt gerade. Das ist ganz schön. Tausend im Jahr bei Passagierwegen hätten wir schon die Coaster. Der hat, glaube ich, nur die alten dranhängen, oder? Der ist fast voll. 58, hier wäre er voll. Ja, aber wenn man den Zug austauscht, muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, weil das kostet natürlich alles viel, wahnsinnig viel Geld. Aber der schaut schon ziemlich schlimm aus, gell? Man sieht das auch schon, man kann es ihm ansehen. 22 Jahre ist eigentlich für eine Dampflokomotive überhaupt gar keine Zeit, gell? Lebensdauer 7 Jahre verbleiben. Dann würde ich jetzt einfach auch mal in dem Fall so machen, dass wir hier den Unterhalt mal ein bisschen nach oben gehen. Kann man eigentlich, das muss ich jetzt gleich mal nachschauen, ich glaube, das geht auch irgendwo, den Unterhalt. Ja, hier. Ja, das wäre dann der einzige, den wir im Moment hoch haben. Okay. Machen wir jetzt mal. Irgendwie den Eindruck gehabt, das habe ich das letzte Mal schon gemacht. Aber lassen wir jetzt mal so. Ich würde mich lieber echt um diese Geschichte hier kümmern. Und dazu ist es jetzt auch wichtig, ich drehe jetzt die Karte auf den Kopf, nicht erschrecken. Oder erstmal auf die Seite zu schauen, dass wir hier, ja, also klar, Detroit nehmen wir mit, Lake Michigan, Chicago, Erie nehmen wir natürlich auch mit. Das macht natürlich schon Sinn. Und dann würde ich tatsächlich sagen, bin immer noch unschlüssig. Ich bin deshalb unschlüssig, weil ich würde es eigentlich fast wirklich lieber von New York aus machen. Aber Washington hat mehr Raum zum Wachsen und New York bekommt natürlich noch den Flughafen. Okay.
Weil diese, mir ist ein bisschen, das ist mir zu unlogisch mit diesem Bogen hier. Ich würde es eigentlich viel lieber hier da vorbei machen. Würde für mich mehr Sinn machen. Aber das ist natürlich eine kürzere Strecke da. Ja, was macht man? Wie macht man es richtig? Oder beide. Das ist die richtige Entscheidung. Wir machen jetzt die Strecke Washington, Pittsburgh, werden aber später natürlich noch eine Strecke dann New York, Pittsburgh werden wir auch machen. Klar. Das liegt irgendwie auf der Hand. Das heißt also, wir werden mindestens jetzt mal drei Gleiser machen. Den machen wir auch gleich. Ich würde jetzt zuerst ganz gern wirklich den Bahnhof hier herstellen, weil das Spannendste ist, hier können wir den Bahnhof jetzt nicht gerade herstellen, sondern den schreiben wir jetzt so ein bisschen schräg hierher. Oh, spannend. Okay, also, wir brauchen einen Durchgangsbahnhof. Wir nehmen diesmal mal einen Dreigleiser, 140 Meter. Ja, nehmen wir gleich den langen. Der muss ungefähr, ja, so steht er schon ganz gut. Ein bisschen weg von der Stadt. So. Habe ihn einfach hingestellt, bevor ich da immer rumdokter. Er ist jetzt ein bisschen auf hügeligem Land hier, aber das macht mir gar nichts. Wir bauen jetzt zuerst einmal hier die Straße. Wir haben immer noch keine modernen Straßen, gell? Disziplin. Machen wir anders. Oh. Können wir jetzt das abreißen? Genau. Super. Ey, das ist blöd. Jetzt das nicht verbinden können. Warum auch immer. Die Firma brauchen wir wahrscheinlich gar nicht, aber trotzdem. Da würde ich tatsächlich. Ja. Hier. Aha, kriegen wir sogar genau dazwischen. Cool. Machen wir das auch. Ach so. Hier. Pittsburgh, Pennsylvania. Hier. Dann schon gerade. Bin nicht. Baue dann mit da auch Häuser hin. Da hat er die jetzt gerade selber gebaut, die Straße da, oder? Ja. Und jetzt hoffentlich kommen wir da rum. Das ist echt eng. Ja, ich bin da immer so am Zweifeln, weil natürlich wir durch die engen Kurven, ihr wisst es ja, durch die engen Kurven verlieren wir halt wahnsinnige Geschwindigkeit. Und genau das möchte ich so weit wie es geht vermeiden. So, jetzt sind wir mal die erste. Wie machen wir denn? Machen wir das innere Gleis? Haben wir es nämlich schon. Wie weit kommen wir da hoch? Ungefähr. So. Ja, ein Tunnel. Und jetzt kommen wir. Ah, das wird knapp. Da müssen wir es auf 110 runterschrauben. Dann müsste es gehen. Das probiere ich jetzt. Das kostet uns das Geld aber jetzt. Aber das probiere ich jetzt. So. Ja, das haben wir mal fast gedacht. Aber es geht.
Mit so einer leichten Ausholschleife versucht er dann auf der Geschwindigkeit zu bleiben. Da würde ich sogar warm werden. 2 Millionen kostet das. Ja, weil natürlich alles unterirdisch gebaut ist. Aber das macht nichts, das bauen wir jetzt. So, weil es schon fertig ist. Wunderbar. Verschwindet der da im Gebirge und hat eine ewig lange Meile da im Untergrund. Komme ich aber klar damit. So, und jetzt natürlich, genau, ihr wisst es schon, kommt jetzt erstmal, genau, unsere Fahrgeschichte. Also hier rum, ja, ganz klar hier ins, machen wir daher, darum, Schleife, dann. Daher hier nochmal im Industriegebiet. Ja, und wieder zum Bahnhof. So schaut's aus. Ist doch cool. Eine neue Buslinie. Doch, mittlerweile sind es Busse. Ich würde gerade sagen, es sind noch keine Busse. Doch, mittlerweile sind es ja Busse. Also Bus 01 in Pittsburgh mit GH, glaube ich, schreibt man das. Pittsburgh. Warum ich auch immer das Bus groß geschrieben habe, so ist es jetzt. Wir sehen das jetzt nicht nochmal. Nein, wir haben es ausgelassen. Nach der Sycamore Street geht's daher. Ja. Ja. Nein, Gebäude abreißen wollen wir. Hat er da schon wieder Straße gebaut, oder? Ja, okay. Ich will mir ja recht sein. Wieso können wir die Straße jetzt modern, die modern, aber die nicht? Das ist unlogisch. Wieso können wir die jetzt nicht bauen? Wo hängt es da? Weil das tatsächlich hier so einen Hügel hat, oder wie? Man lernt immer wieder dazu. Denn es ist immer noch nicht möglich worden. Ich muss es nochmal wegmachen. Jetzt doch interessiert. Manchmal bin ich einfach so neugierig auf seine Sachen. Na also, jetzt geht's ja doch. Also, dass es manchmal nur daran liegt, in welcher Reihenfolge das man es baut, ist schon wieder immer ominös, aber okay. Lass eben mal so stehen. Und ja, dann. Haben wir ja, gibt es eigentlich schon irgendwas Neues mit diese kreislichen Busse? Ich mag die überhaupt nicht. Aber wenn hier schon richtige Autos rumfahren, 1908, okay, da habt ihr mir jetzt wirklich erwischt, so gut. Das schaut mir jetzt eher nach 1900 Autos aus, 1908. Mich erwischt, dass ich jetzt geschichtlich bin, ich nicht ganz so sattelfest, ob das jetzt damals schon so war.
1908, glaube ich, ist man schon auch noch zum großen Teil mit Pferdefuhrwerken gefahren, oder? Klar. Habe ich schon zum Bewaschen was? Ja, das mit der Emission, das ist so. Naja, das liegt daran, dass halt wirklich der Bahnhof wahnsinnig nah an den Wohngebieten ist. Aber gut, ihr habt ja noch genug Platz, euch hier ja auszuweiten. Ist ja nicht. Mal schauen, ob das geht. Gleise. Jetzt haben wir nämlich genau der. Achso, der steht ja in die falsche Richtung. Okay. Ja, ist mir aber jetzt wurscht. Ganz so wurscht ist mir jetzt doch nicht. Dann, nachdem wir da eh schon die äußere Spur genommen haben, warum auch immer. Gut, das könnte man später nochmal ändern. Stelle den jetzt tatsächlich hier diesen unseren Zugshop, stelle den jetzt. Mann. Stelle den jetzt hier nach Pittsburgh. Steht der da irgendwo da unten im Tal oder? Ja, und dann könnten wir eigentlich schon den ersten Zug fahren lassen. Dann wäre tatsächlich Washington der erste Bahnhof, der zwei Linien bedient. Da in Boston habe ich schon. Okay, da habe ich das. Echt, habe ich das übersehen? Wollte ich eigentlich letztes Mal nicht lieber Boston machen? Okay, da wollen jetzt wirklich schon viele Leute fahren. Hier nicht ganz so viele. Ja, jetzt. Hier? Bin hier. Jetzt ist es gut, wenn man das alles ordentlich sortiert hat, gell? Und ordentlich benannt hat. Weil hier unten nehme ich unsere S-Bahnen. Der wird jetzt ausgetauscht. Wir haben wir den ja. Geld genug. Wir tauschen den jetzt gegen die neueste Atlantik. Und drei Züge mit Grün von mir aus. Ja, das ist okay. 6 Millionen. Ja, das machen wir jetzt. Der Unterhalt ist dann normal. Bringen wir da mehr Leute. Aber das finde ich immer noch cool hier gebaut.
70, jawohl, Boston steigt. Ja, dann ist, würde ich sagen, jetzt wo wir die neue Lok haben, machen wir das gleich, wenn wir schon dabei sind, oder? Machen wir jetzt auch. War zwar jetzt ein teures Unterfangen, aber dann wächst alles zusammen. So, jetzt können wir schauen. Das muss ungefähr hingehen. Mal da rum um die Kurve, da ist der Bahnhof. Ah. Nö. Nö. Rücket geht leider gar nicht. Ja, kleiner Tunnel soll mal recht sein. Das ist okay. Brücke geht aber gar nicht. Also unsere East Coast Line, ihr seht schon, fängt langsam zum Entstehen an. Okay, dann kannst du das bauen. Das finde ich okay. Und jetzt müssten wir uns überlegen, jetzt haben wir natürlich erst einen Zug. Jetzt müssten wir uns überlegen, dass der Zug natürlich weiterfährt bis nach Boston. Aber dann brauchen wir eigentlich zwei Züge. Okay, gehen wir mal davon aus, wir haben zwei Züge. Da bin ich jetzt gerade mal am Rumstudieren, wie wir es am besten machen, dass wir dann am Ende eine Linie haben und nicht zwei. Normalerweise geht da immer raus mit den Gleisen, dass wir eben kurz vom Bahnhof nur auf ein Gleis laufen. Dass die Bahnhöfe mit Signalen eigene Abschnitte sind, das wäre auch das Logischste. Normalerweise müsste man es so machen. Ja, immer erwähnt, wir können es natürlich zweigleisig machen, aber dann fahren die A nicht im Rhythmus und B müssten wir dann zwei Linien machen. Deswegen machen wir das jetzt anders. Der kommt jetzt mal weg. So. Dann kommt jetzt hier tatsächlich. Machen wir ein paar Meter Platz. Das ist alles schon Richtung Zukunft gebaut. Also jetzt, da bin ich jetzt ganz mutig und baue eigentlich schon zweigleisig, obwohl wir noch nicht mehr annähernd eigentlich in dem Zeitalter der Zweigleisigkeit sind, weil das gab. Das ist alles, da sind wir eigentlich noch wahnsinnig früh dran, aber okay. Okay, das war ein bisschen zu weit. Oh, damit der möglichst wenig wie 66. Nee, 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 nee. Ach so, das macht der. Macht er das immer oder wie? Warte mal, Moment. Ein bisschen arg weit. Ja, machen wir so. So, und jetzt setzen wir hier aber auf alle Fälle, aber wenn wir es jetzt noch gar nicht brauchen, ich weiß, das kostet uns jetzt ein bisschen Geld, weil ihr immer sagt, Unterhalt, Signale und so weiter kosten Unterhalt, aber damit ich das später nicht irgendwann einmal vergiss. So. So.
So, damit wären die Bahnhöfe dann eben in Strecken unterteilt. Ja, 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 jetzt schmeiße ich schon ganz schön rum mit dem Geld. Also das ist jetzt eigentlich gar nicht so beabsichtigt. Er fährt jetzt noch auf der alten Spur, aber wenn er dann wieder zurückfährt in die andere Richtung, müsste er eigentlich dann auf der rechten Spur fahren. Und genau das Gleiche müssten wir hier jetzt eigentlich auch machen. Und dann könnten wir hier zwei Züge fahren lassen, die zu einer Linie zusammengehören. Das mache ich jetzt auch. Das war jetzt ein bisschen Moment. Ja gut, du kannst ja weiterfahren, der dreht ja hier nochmal um. Das war jetzt unklug, weil das ist hier ein bisschen zu nah dran. Kriege ich das hoffentlich noch so hin. Spannend, spannend. Müssen da... ist wir da unbedingt der Tunnel bauen. Muss das unbedingt sein jetzt? Na gut, dann baue es halt. So. Und hier müssten wir so machen. Weiß nicht. Echt teuer, was ich da mache. Die ganzen Gleise kosten ja Unterhalt. Irgendwann später interessiert es uns nicht mehr, aber jetzt, weil da verdienen wir dann so viel mit dieser Linie. Ja. Aber ich will einfach mal so ein bisschen die ersten Schritte Richtung Zukunft machen. 1910 ist ja eigentlich eh total. So. So. So, jetzt gilt der als eigener Abschnitt. Hier auch. Hat er das Signal in den Tunnel gebaut? Ja, tatsächlich. Cool. Ach, das schaut ja lässig aus. Das schaut ein bisschen komisch aus, gell? Aber okay. Ich glaube, er hat... Das schaut ja urig aus. Da ist nur ein... Das ist ja abgefahren. Das lassen wir mal so. Das finde ich ganz lustig. So, und jetzt brauchen wir aber trotzdem natürlich wieder einen neuen Shop. Ja, weil ich den natürlich jetzt abgerissen habe. Wow, wir sind eigentlich unserer Zukunft schon voll in der Zukunft hier. Das jetzt mal so, wenn wir schon dabei sind, die paar Meter leiste ich mir jetzt. Weiß gar nicht, ob wir die jemals brauchen, diese Linie. Aber ich baue es jetzt deshalb, damit ich weiß, wo ich den Zugshop hinbauen soll. Nämlich hierhin. Was? Wieso hat denn der schon Oberleitungen? Nein. Wir sind noch überhaupt nicht im Oberleitungszeitalter. Ach du meine Güte. Naja, da haben die ein paar Meter hier schon Oberleitung, warum auch immer. Halt auf. Gut, okay, das schaut schon ziemlich spannend alles aus, gell? Aber so müsste es klappen. So. Und jetzt? Müssen wir diese Linie verwalten?
New York, nach Boston, nach New York, nach Washington. Genau. Ah, da stimmt. Nein, nein, nein. Ach so, ich hätte wahrscheinlich nur. Jetzt Moment, machen wir anders. Also, Boston. War Boston nach York, nach Washington und wieder zurück. Genau, jetzt hat er es richtig gemacht. War da automatisch hier auf beiden. Nee, macht er noch nicht. Weil von Washington muss er wieder nach New York. Der wollte da immer auf dieses. Das ist Mist. Du musst den Boston bitte auf Gleis 1. Jetzt stimmt's. Genau. Jetzt stimmt's. Wunderbar. Okay, weiterfahren. Und wo ist jetzt der Zug? Gott. Ah ja, der ist ja wunderbar. Der ist genau an der richtigen Stelle. Und okay, jetzt bin ich mutig, weil das weiß ich nicht, ob das klappt. So, kaufen den und setzen den jetzt. New York, Washington kriegt einen neuen Namen. Und das ist dann. Machen wir das jetzt? New York City, Washington. Boston, machen wir so. Könnte man groß schreiben, wäre es besser, glaube ich. New York, nein. New York City. Nee, das ist Blödsinn. Das ist Boston, New York City, Washington. Machen wir so. Weil ganz hinschreiben kann ich es eh nicht. So, lala. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Das hat jetzt wahnsinnig viel Geld gekostet. Boston Abzweig. Was ist denn das für ein Scheißname? Boston Abzweig. Boston. Die Abzweig. Boston Central, das ist der Hauptbahnhof. Ja klar. Gut. Und ob das klappt und ob wir damit Geld verdienen und ob wir hier unsere erste Strecke hier haben und wir haben immer noch keinen Zug Richtung Pittsburgh, das müssen wir jetzt auch noch einrichten. Wollen denn die Leute nach Pittsburgh fahren? Das wollen sie bestimmt, hoffentlich. Oder beziehungsweise sie wollen bestimmt von Pittsburgh nach Washington fahren. Das machen wir beim nächsten Mal. Wenn wir rausfinden. Unsere East Coast Line. Ist es nämlich dann noch, kriegt sie nicht den Namen. Den kriegt sie erst später dann, speziell. Aber wir haben es schon bald. Charlotte fällt noch. Und dann noch nach Miami. Und dann sind wir eigentlich schon da in der East Coast Line. Ist es nicht schön? Vielen Dank fürs Zuschauen. Sagt der DJ Nick hier bei Transportfieber 2 in den USA. Und ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder dabei. Es wird wieder wahnsinnig spannend. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Servus. Pfiat euch.